Auch wieder schön animiert. Gar nicht. Ah doch. Oh, da ist tatsächlich was, aber was? Wo ist Krähe? Oh nein. Krähe? Krähe! Na toll. Krähe! Oh, toll. Bitte, lass ihn wohl auf sein, egal wo er gerade ist. Der Nächste, den er auf dem Gewissen hat, ist April. Wie sie so richtig mitwippt. Er scheint nicht da zu sein. Ja, er scheint nicht da zu sein. Ich versuch's später nochmal. Genau. Weiter geht's. Oh. April, wo nicht glatt, es kann gelaufen werden, aber ich kann nicht. Es war eine lange Reise, um hierher zu kommen. Und das war's dann wohl. Endstation. Ja. Ich muss nur noch rausfinden, wie ich in den Turm komme. Ich dachte, ich hätte die drei Prüfungen schon bestanden. Aber es gibt immer einen Weg. Es darf wohl nur nicht so einfach sein. The longest journey. Das muss der Brunnen der Schöpfung sein. Er ist nicht so eindrucksvoll, wie ich dachte. Es ist ja jetzt klar, was wir da jetzt machen müssen. Oder auch nicht. Was? Dann. Was? Komme ich hier noch irgendwo anders hin? Ach ja, nee, ist klar. Ich muss mir den erst in der Nahansicht angucken, natürlich. Der Brunnen der Schöpfung. Er ist sehr tief und das Wasser ist sehr klar. Der Brunnen der Schöpfung. Er ist sehr tief. Ja, wusste ich's doch. Na toll, wo geht das Wasser hin? Das Wasser ist sehr klar und offensichtlich magisch. Ich glaube, da hat sich das Spiel gerade verschluckt, kann das sein? Und das Wasser bewegt sich jetzt nicht mehr. Ah, ganz toll. Das Wasser hat eine Hand gebildet. Und jetzt bewegt es sich wieder. Herrlich. Dem Himmel sei Dank, da bist du ja. Ich dachte schon, ich hätte dich verloren. Unsere Wege hatten sich getrennt. Du musstest die drei Prüfungen bestehen. Danke für die Warnung vorhin. Das war ja die reinste Schocktherapie. Der erste Psychologe, der Gruppenreisen hierher durchführt, wird steinreich. Das schwöre ich dir. Dies ist ein heiliger Ort. Nur wenige Auserwählte können die Ödnis durchdringen. Aber warum hat meine Hand am Brunnen der Schöpfung versagt? Ich hab doch alle Prüfungen bestanden, oder? Das ist mir ein Rätsel. Du bist doch der 13. Hüter, oder? Das Gleichgewicht hat dich ausgewählt. Du müsstest den Turm ebenso aufschließen können wie ich. Warum reagiert er immer noch auf deine Hand? Obwohl ich den Turm verlassen habe, bin ich noch der 12. Hüter.
Und ich werde es so lange bleiben, bis du das Ritual vollzogen und meinen Platz eingenommen hast. Moment, wir sollten uns lieber beeilen. Der Turm lässt uns rein. Wer hängt denn da unten dran? Da hing jemand unten an der Plattform. Ich hätte nicht gedacht, dass ich diesen Ort je wiedersehe. Es ist kalt. War es schon immer so kalt hier? Ich weiß nicht. Als ich zuletzt hier war, habe ich nicht allzu viel gespürt. Ich friere jedenfalls. Seltsam. Ich habe mehr als 1000 Jahre in diesem Turm verbracht und weiß nicht mehr, ob mir warm oder kalt gewesen ist. Für Hüter gibt es nur das Gleichgewicht und unsere Verpflichtung ihm gegenüber. Hast du denn gar nichts gefühlt? Es gibt keine Gefühle. Sie stören das Gleichgewicht. Ich war der Ausgleich zwischen Magie und Logik, zwischen Chaos und Ordnung. Ich musste rein sein. Das hört sich schrecklich an. Das habe ich nie so empfunden. Ich war zufrieden, soweit das möglich war, bis ich am Ende unruhig wurde. Hast du deshalb den Turm verlassen? Ich hatte keine Wahl. Das Gleichgewicht zwang mich dazu. Ich verunreinigte die Ströme, die durch mich und diesen Raum flossen. Und es wurde Zeit, dass mich jemand ablöste. Und jetzt soll ich der neue Hüter werden. Hast du Angst? Ich hatte in meinem ganzen Leben keine solche Angst. 1000 Jahre. Alles wird verschwunden sein, wenn ich hier fertig bin. Meine Freunde, meine Familie. Tod. Meine Welt wird sich bis zur Unkenntlichkeit verändert haben. Ich weiß, April. Ich habe es selbst erfahren. Als ich nach Stark zurückkehrte, konnte ich nicht verstehen, dass alles, was ich kannte, verschwunden war. Ich war verloren, allein, am Sterben. Bis die Neuerer mich von der Straße auflasen und mich einsperrten. Ich schäme mich zuzugeben, dass ich erleichtert war. Ich hatte es warm, genug zu essen und ein bequemes Bett. Du hast natürlich jedes Recht, ängstlich zu sein, aber bedenke, dein Opfer ist die Rettung für die Menschheit beider Welten. Gibt es ein größeres Geschenk? Kennst du eine größere Belohnung, als zu wissen, dass du etwas Gottähnliches wirst? Auf die Belohnung würde ich gern verzichten. Wenn es einen anderen Weg gäbe, würde ich keine Sekunde zögern. Aber ich werde mich auch jetzt nicht davor drücken. Wenn es mein Schicksal ist, dann soll es so sein. Gut. Es wäre falsch, seine Träume und Gefühle fortzuwünschen. Erst wenn du deinen Ängsten ins Gesicht siehst, bist du bereit. Okay. Und was jetzt? Was soll ich tun? Tritt einfach an den Rand der Scheibe. Der Turm wird wissen, was zu tun ist. Wenn du der neue Hüter bist, wird der Turm dich aufnehmen. Alles klar. Los geht's. 1000 Jahre. Was ist los? Da passiert nichts. Du hast recht. Genau wie ich vermutet habe. Was? Was hast du vermutet? Du bist nicht der Auserwählte, der meinen Platz im Turm einnehmen soll. Du bist nicht der 13. Hüter. Aber wenn nicht ich, wer... Ich glaube, dass ich diese Frage beantworten kann, Miss Ryan. Was? Du hier? Wie um alles in der Welt kommst du hierher? Du glaubst doch nicht etwa, dass dein kleines Spielchen auf der Station irgendwen beeindruckt hat. Abgesehen von diesen schwachsinnigen und nutzlosen Wachen. Wie konnte Mr. McAllen so ein Visionär sein und sich dabei mit derart hirnlosen Flegeln umgeben? Vielleicht, weil er gar nicht menschlich war. War er das nicht? Das würde vieles erklären.
Aber wenn er nicht menschlich war, was dann? Heißt das, du hast es nicht gewusst? Er war dein Chef und du hattest keine Ahnung, für wen du arbeitest? Wie blöd muss man eigentlich sein? Treib keine Spielchen mit mir, Kind. Wage es nicht, mit mir zu spielen. Ich bin nicht... Ich weiß nicht, was über mich kam. Ich werde nicht leicht wütend, eigentlich gar nicht. Das muss die Umgebung sein. Ich fühle mich seltsam. Als ob mich hier irgendetwas ruft. Was machst du mit mir? Ich weiß nicht, was du meinst, Gordon. Egal, ich kann es ignorieren. Es ist so heiß hier. Fühlst du es nicht? Die Hitze. Ich friere, aber vielleicht solltest du dich einen Moment hinlegen. Vielleicht solltest du dich etwas hinlegen, Miss Ryan. Ich habe einen guten Grund, hier zu sein. Und du nicht. Schließlich bist du aus dem Rennen. Vielleicht werde ich nicht der neue Hüter. Aber du wirst es mit Sicherheit auch nicht. Das Gleichgewicht wird dich niemals akzeptieren. Sei dir nicht so sicher, April. Ich... So heißt du doch, oder, April? Ja. Ich werde Hüter. Das Gleichgewicht hat keine Wahl. Nicht jetzt, wo du und die früheren Hüter verschwunden seid. Und ich bin... Ich bin... Hier ist etwas, nicht wahr? Jemand ruft meinen Namen, jemand... Nein, nein, nicht das, nicht hier. Hast du es hergebracht, du blöde kleine Hexe? Halt. Was? Street Fighter. Was machen die da jetzt? Oh, ich muss was machen? Adrian kann nicht ewig gegen Gordon durchhalten. Durchhalten? Gordon steht nur da und... Adrian macht einen sehr... Oh, Bud Spencer mit Terrence Hill. Gordon ist der Stärkere. Er wird siegen, wenn ich nicht bald etwas unternehme. Adrian... Gordon ist eine große Steinscheibe. Eingerahmt von einem Ring aus zwei steinernen Schlangen, die sich gegenseitig in den Schwanz beißen. Eine der Schlangen hat die andere fast völlig verschlungen. Das scheint ein Fenster zu sein. Mehr wie ein Spiegel oder ein Portal, hinter dem ein blauer Nebel wallt. Es ist mit dem Bild eines flammenden Auges verziert. Ein Drachenkopf. Tja. Was haben wir denn hier noch? Ach guck mal, ich habe meinen Talisman wieder. Soll ich den Talisman wieder benutzen? Tatsächlich. Nein. Bleibt mir fern! Aufhören! Nein! Ah, nimm dies! Was ist denn jetzt? Was geschieht mit ihm? Ich lebe wieder. Du hast mir mein Leben zurückgegeben. Was? Hab ich das? Du hörst dich irgendwie anders an. Ist alles in Ordnung? Ich klinge wie immer. Ich fühle mich besser als je zuvor. April, ich bin wieder ganz. Dann hat es funktioniert? Das Zusammenfügen der beiden Hälften? Magie und Logik, Ordnung und Chaos. Ach ja. Nun bin ich im Gleichgewicht. Natürlich. Und es ist herrlich. Er war ja nicht mehr im Gleichgewicht. Es tut mir so leid, was ich dir angetan habe, April. Und auch Ihnen, Sir. Es tut mir alles schrecklich leid. Das warst nicht du. Zumindest nicht dein ganzes Ich. Das war schon ich. Aber ein fehlgeleitetes Ich. Ich wünschte, ich könnte all das Schlechte, das ich den Welten als Gordon Holloway und als Strudel des Chaos zugefügt habe, ungeschehen machen. Aber ich kann nichts ungeschehen machen. Ich kann nur dafür sorgen, dass so etwas nie wieder geschieht. Und dazu muss ich Hüter werden.
Du? Der Hüter? Es ist mein Schicksal, April Ryan, nicht deins. Ich wurde geboren, um Hüter zu werden, und obwohl die Neuerer es mit aller Macht verhindern wollten, ist es ihnen nicht gelungen. Und nun bin ich bereit, dank deiner Hilfe. Aber was ist mit mir? Wenn ich nicht der neue Hüter werde, wer bin ich dann? Die Frage kann ich dir nicht beantworten, April. Das kannst nur du selbst. Aber ich glaube, dass du für das Universum nach wie vor wichtig bist. Aber auf eine andere Art, als du dachtest. Er spricht die Wahrheit, April. Er ist jetzt der Hüter. Es war immer sein Schicksal, selbst als es ihm von den Neueren genommen wurde. Wir werden nun mit dem Austausch der Hüter beginnen, Gordon. Und dir, April Ryan, danken wir für deine Aufopferung, deinen Mut, deine Güte. Hör schon auf, ihr macht mich ganz verlegen. Ich hab doch nur getan, was getan werden musste. Das ist mehr, als die meisten Menschen getan hätten. Man wird sich an deine Reise erinnern, April Ryan. Sie wird für alle Zeit unvergessen bleiben. Im Moment frage ich mich nur, was als nächstes geschieht. Wohin soll ich jetzt gehen? Wohin kann ich gehen? Das musst du entscheiden. Keine Angst, in dieser Welt kann dir nichts mehr passieren. Wie komme ich am besten nach Stark oder Arcadia zurück? Du musst laufen, bis du draußen bist, und dann wieder hineingehen. Du kannst gehen, wohin du willst. Jetzt heißt es wohl Abschied nehmen. Vielleicht sehen wir uns wieder. Warum nicht? Kein abwegiger Gedanke. Aber ihr habt Wichtiges zu tun. Ich will euch nicht aufhalten. Ich danke dir. Leb wohl. Na dann, lebt wohl. Was für ein total langweiliges und uninteressantes Ende. Also, das soll also das Ende sein. Komisch. Ich bin fast etwas traurig. Trotz allem werde ich es tatsächlich vermissen, dieses Abenteuer. Und danach? Was soll ich dann tun? Wieder zum College gehen? Wie ein ganz normales Mädchen weiterleben? Naja, es ist ein weiter Weg nach Hause. Ich werde unterwegs schon drauf kommen. Mal sehen, wo zu Hause ist. Hey, April, warte auf mich! Wohin gehst du? Warte! Lass mich nicht allein! Och nein, nimm ihn mit. Also, Schicksalsfäden. Es gab selten ein so unspektakuläres Ende. Ups. Das war die Geschichte. Das war's? Aber was ist aus April Ryan geworden? Und dieser Mann, Gordon Holloway, war er ein guter Hüter? Das ist das Ende der Geschichte. Wenn du die Schriften studiert hättest, Kind, müsstest du eigentlich wissen, dass der 13. Hüter der letzte Hüter war, der über das Gleichgewicht wacht. Sind die Welten nach seiner Herrschaft wiedervereinigt worden? Während seiner Herrschaft. Nicht lange nach den Ereignissen, die ich gerade beschrieben habe. Bitte erzählen Sie uns mehr. Erzählen Sie, was aus April wurde und was bei der Wiedervereinigung von Stark und Arcadia passiert ist. Die Stimmen. Ich glaube, ich hebe diese Geschichten für ein anderes Mal auf. Ich bin müde und es ist spät. Ich würde euch gern hinaus begleiten, aber meine Beine...
Vielen Dank, Lady Elvain. Wir finden schon selbst hinaus. Nochmals vielen Dank für Ihre Gastfreundschaft und für die Geschichte. Das war die Geschichte. Wie merkwürdig, sie noch einmal zu erzählen. Sich zu erinnern, April Ryan. Es ist so lange her. Und jetzt? Jetzt ist meine Geschichte auch fast zu Ende. Ach, du bist gesund und munter. Du hast noch so viel Leben in dir. Ich wünschte, ich hätte nur halb so viel Glück. Na, sag das nicht. Du bist gesund. Du kannst noch fliegen. Fliegen schon, aber die niedlichen kleinen Vögel wissen das kaum zu schätzen. Sie denken nur an ihre jungen, gut aussehenden Freier und haben keine Zeit mehr für eine alte Krähe wie mich. Aber du hast doch mich, Krähe. Ist das denn nichts? Ja, sicher, natürlich. Obwohl, du hast doch nicht etwa vor, wieder loszugehen, oder? Auf ein neues Abenteuer? Ich nämlich nicht. Ich bin hier sehr glücklich und zufrieden. Keine Sorge, Krähe. Ich glaube, die Zeit unserer Abenteuer ist vorbei. Aber das heißt doch nicht, dass wir keine Geschichten erzählen können, oder? Nein, bestimmt nicht. Erzähl mir eine. Erzähl mir die über die junge, schöne Kriegerprinzessin, die den Krieg des Gleichgewichts eigenhändig gewonnen hat. Daran kann ich mich kaum erinnern, Krähe. Aber mal sehen. Diese Geschichte beginnt vor langer, langer Zeit, als Stark und Arcadia noch nicht wiedervereinigt waren und der Hüter noch auf seinem Thron saß. Ach ja, ist es schön. April hat mit sich selbst gesprochen vorhin. Ja, das war also mein Let's Play der niemals endenden Geschichte, der schier endlosen Geschichte vom Let's Play The Longest Journey. Ja, ich hoffe, es hat euch gefallen. Das also nun der erste Teil zu meinem schon vor Monaten veröffentlichten Let's Plays The Longest Journey Dreamfall. Jetzt versteht man auch vieles aus dem zweiten Teil, denn das hier ist ja der erste Teil, Dreamfall ist der zweite Teil und, wie mir gesagt wurde, es gibt auch noch einen dritten Teil. Da ich rein immer komplett spiele, ihr kennt mich, wird das Let's Play natürlich auch irgendwann auch noch kommen. Ja, zum Spiel an sich gibt es eigentlich schon eine Menge zu sagen. Es ist wirklich wieder eins der relativ langen Spiele von mir. Von der Story her finde ich es nicht ganz so schön. Ich finde oder bin eher ein Fan von geradlinigen Spielen, wo man wirklich eine geradlinige Story hat. Man ist auf der Erde und fährt mit dem Auto oder fliegt mit dem Flugzeug von A nach B, um dort irgendwas dann noch zu machen. Das hier mit diesen übernatürlichen Sachen, mit einer anderen Welt und Parallelwelt und sowas alles, das ist mir alles ein bisschen zu weit hergeholt. Aber nichtsdestotrotz, es war eine schöne Sache. Es war in sich logisch und auch in sich sinnig. Nichtsdestotrotz ist es jetzt vorbei. Wenn ihr jetzt hierzu gerne die Fortsetzung euch anschauen wollt, könnt ihr das natürlich gerne machen. Robert Missler, da ist die schöne Stimme. Männlicher Gast, junger Banda und die Krähe. Dann, wie gesagt, könnt ihr das gerne tun. Einfach auf meinen Kanal gehen und da einfach nach Dreamfall suchen. Oder ganz einfach, ihr geht auf meine Fanpage und dann dort auf Playlists. Ja, das war's eigentlich von mir aus. Als negativ hier beim Spiel finde ich schon die 1, 2, 3 Spielfehler, die ich hier hatte. Und dass manche Sequenzen oder auch Animationen nicht ganz so zu Ende gedacht waren. Aber das muss man, denke ich, auch mal der damaligen Zeit schulden. Wobei man sagen muss, dass es auch zur damaligen Zeit schon 3D-Spiele gab, die es besser hingekriegt haben. Aber gut, hat, denke ich, auch mal ein wenig das Geld eine Rolle gespielt. So, das war's. Bonusteile gibt es hier nicht, weil es gibt nichts zu zeigen. Deswegen gibt es auch keinen Bonusteil. Ihr schaut euch jetzt noch schön hier den Abspann an und dann soll es das gewesen sein mit dem Let's Play The Longest Journey. Heißt, es ist Platz für weitere Let's Plays, das Let's Play Indiana Jones und der Stab der Könige wird weitergehen. Da werde ich mich jetzt intensiv drum kümmern auf der Wii.
Und ja, dann wird auch noch ein Let's Play Together starten und auch ein anderes lang erwartetes Spiel wird kommen. Es wird wieder Let's Plays auf dem Game Boy geben, es wird wieder Let's Plays auf dem Sega Mega Drive geben. Also wie gesagt, seid einfach gespannt, was da auf euch zukommt. Und ja, an dieser Stelle sage ich auch nochmal vielen lieben Dank fürs Zuhören und fürs Zuschauen. Bleibt mir alle gesund in Zeiten von Corona und schaltet auch beim nächsten Mal wieder ein. Macht es gut, bis dann, schönen Abend noch. NRW bei 18. Adieu.